Ein Hallöchen und recht herzliches Willkommen hier zurück zu einer neuen Folge Let's Play Satisfactory Plus. Genau, ihr seht, wir haben eine riesen Baustelle hier. Und wir haben aber letzte Folge Kupfer soweit alles abgeschlossen. Und wir kümmern uns jetzt derweil dann mal um das Rubite. Das heißt, wir werden hier unten ein bisschen Platz machen müssen. Und werden hier mal alles abreißen müssen. Genau, das heißt, hier muss alles weg. Aber ich bestimme gleich erstmal hier ein paar Kisten oder so. Und das heißt, hier muss erstmal Platz geschaffen werden. Dass wir dann jetzt hier schön mal alles in Ruhe aufbauen können. Oh, wie viel Scheiße ich hier hingebaut habe, ey, das ist ja der Wahnsinn. Oh, hier ist schon die erste Kiste. Ach, Eisenbahn, geil. Weg damit. Ah, jetzt geht's komischerweise. Komm, Eisenbahn kann auch weg. Die Zinndinger behalte ich auf jeden Fall nochmal, weil noch habe ich da ja keine komplette Produktion für, ne? Weil da müssen wir wahrscheinlich eventuell mal ein bisschen was von Handcraften, deswegen will ich mir die Dinge erstmal ein bisschen lassen. Genau, das heißt, wir werden jetzt erstmal hier vorne das hier alles erstmal komplett wegnehmen. Und jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir hier auf eine vernünftige Höhe kommen. Aber ich bin jetzt hier auf dieser Höhe, auf der würde ich ja ganz gerne eigentlich auch bleiben. Dem muss ich mal ganz kurz einmal den Strommasten hier tatsächlich einmal trennen. Genau. Jetzt habe ich kein Eisenblech. Ich weiß, jetzt steht meine ganze Produktion einmal still. Das heißt, wir werden hier, wie gesagt, auf der Höhe hier bleiben. Da wird kein Weg dran vorbeiführen. Genau, das heißt aber auch hier, das muss weg. Das muss weg und den hole ich mir jetzt erstmal hier hoch, den Strommasten. Den setze ich jetzt erstmal hier hin. Dann setze ich den jetzt erstmal da drauf. Dich verbinde ich wieder damit, dich verbinde ich damit, dich verbinde ich damit und dann schmeißen wir alles wieder an. Und dann sollte eigentlich alles wieder laufen. Hoffentlich. Ja, wir müssen sowieso noch alles optimieren, das ist alles noch nicht so das Goldene vom Ei hier. Das gefällt mir noch nicht so. Genau. Und dich können wir ja dann auch wegmachen. Das ist ja auch erstmal egal. So, jetzt geht es erstmal darum, da unten den Miner irgendwie einzubauen. Dann müssen wir jetzt tatsächlich mal gucken. Ich denke, die Höhe an sich selber sollte gut sein. So, jetzt ist natürlich aber die Frage. Wenn wir jetzt den Miner hier unten draufsetzen. Modularer Miner. Muss auf einem Rohstoff vorkommen platziert werden. Ja, das ist mir schon klar. So, ich nehme jetzt erstmal. Na komm, den setzen wir mal dahin. So, und du haust mir raus eine normale Quelle. Das heißt, 60 kommen auf jeden Fall erstmal hier raus. So. Gut, das heißt, das Problem ist, wir haben hier unten ist aber auch noch eine Quelle. Müssen wir ganz kurz mal gucken. Ist das eine normale? Ist auch eine normale. Okay.
Ja, das heißt, wir müssen auf jeden Fall mal gucken, dass wir irgendwie uns hier runterbauen. So, das heißt, dich würde ich erstmal hier lassen tatsächlich. So, so. Ah, das sieht eigentlich ganz nice aus. Ich denke, das können wir so lassen. Genau, dann machen wir das hier auch noch zu. Ja, und hier müssen wir uns dann irgendwie einen Weg nach oben bauen, ne? Mal die 8. Zack, zack, zack. Oh, guck mal, das sieht doch ganz gut aus. Machen wir mal zweigleisig. Zack. So. Genau, jetzt machen wir den noch zu. So, den machen wir hier hin. Ja, also viel höher kann ich den auch gar nicht setzen. Das wird nicht funktionieren. So, da hinten geht er nämlich auch schon rein. So, das heißt, meiner Material ist da. Na, komm schon. So, jetzt brauchen wir noch zweimal einen Bohrkopf, bevor ich das vergesse. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal noch eine Ausrüstungswerkstatt. Ach, jetzt komm schon. Einen Miner bauen. So, Zack. So, das heißt, wir haben jetzt insgesamt, jetzt baue ich mal ganz kurz einmal erstmal einen Crusher hier hin. So. Mixed Rubite. Rubite Ore Steratite kriege ich nur Crushed Rubite raus. Das bringt mir aber nichts. Crushed Rubite. Ja, klar, ich brauche dieses Crushed Rubite, brauche ich ja, 60. Das heißt, das muss ja. Pass auf, ich lass mal den hier noch hier rüber. Und dann müssen wir sowieso erstmal 4 Meter nach oben, ne? Das heißt, wir werden die 8 dich dahin bauen, dich dahin bauen. Genau, dich machen wir erstmal hier rüber. Und du bist hier erstmal jetzt schön zugebaut. So, jetzt brauchen wir mal einen Sortierer dann dazu. Und der Sortierer nimmt das Rubite. Das heißt, er kriegt 120 und das heißt, dann kriegen wir 90 Zinn und 60 Blei raus. Und dann können wir damit erstmal arbeiten, würde ich sagen. Okay, das heißt, wir müssen jetzt aber erstmal schauen, dass wir das hier erstmal ein bisschen schöner machen. Weil das gefällt mir nicht. Also das heißt, wir ziehen dich jetzt erstmal bis dahin auf jeden Fall zu. So, wir müssen jetzt auch mal gucken. Das heißt, jetzt könnte ich hier zum Beispiel einmal rüber gehen. Ja, das kann man so lassen, denke ich. Hier machen wir dann wieder einen Vierer hin. Ja, jetzt muss ich natürlich gucken. Könnten wir das eventuell so machen, dass wir. Zack, zack, das so. Dann können wir das hier so machen.
Das machen wir vertikal. Dass wir hier das Ganze reinlaufen lassen. Dann nach oben. Dass wir das dann hier rüberführen. Ich würde es eigentlich gerne relativ weit hier hinten auch aufbauen, dass wir nach vorne raus ein bisschen Platz haben. Weil da werden wir sowieso relativ viel Platz haben, weil wir ordentlich was mit Zinn auch produzieren müssen. Ne? Das ist ja jetzt nicht nur mal eben so lapidar, ne? So, das heißt, wenn wir dich hier ausführen. Ich lasse dich mal hier zwei frei. Als Beispiel. Ich würde hier hinsetzen. Dann würde ich hier einen Crusher hinbauen. Dann würde ich danach erstmal eine Werkbank bauen und erstmal ein paar Zinnplatten machen. Ja, das wird ein, wir werden auf jeden Fall irgendwo was übrig bleiben. Das heißt, wir müssen vielleicht irgendwo einfach ein bisschen was an Überschussmaterial rauskommt. Irgendwo einfach, ich sag mal, eine Schmelze reinhauen oder den Überschuss einfach irgendwie schreddern. Da müssen wir mal gucken, wie wir das dann machen. Also, es wäre doof, wenn die nicht zu 100% läuft, die Maschine. Ja, passt. So, hier kommt Crushed Rubite. Hier kommt Crushed Rubite. Dann haben wir hier drüben dann den Sortierer. Machen wir so. Ja, ich denke, das ist ganz gut. So, der sortiert Rubite aus, das heißt in 90 Zinn, 60 Blei und 20 Crushed. Mal dieses Crushed Stone, was wir dann hier produzieren, das sind ja wirklich genau 60. Da könnten wir eigentlich rein theoretisch direkt eine Glasproduktion später rausbauen. Ja, das könnte man natürlich machen. Das heißt natürlich, wir müssen jetzt mal schauen, wie wir das Ganze jetzt machen. Wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir hier auf jeden Fall erstmal hierhin rausgehen. Dich dann dahin setzen und du gehst erstmal dahin, weil das der Ausgang ist. Dich machen wir ein bisschen anders. Dich setzen wir dahin. Genau, Wasser brauchen wir jetzt in dem Fall natürlich nicht. So, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir hier noch das Ganze gecrusher haben. Das würde ich aber alles nach oben sortieren. Das würde ich nicht hier unten machen. So, jetzt würde ich erstmal schauen, dass wir irgendwie den Scheiß hier hochkriegen. Könnten wir eventuell hier einfach hoch? Wir könnten da hochgehen. Würden wir da rauskommen? Gehen wir dich jetzt direkt mal da rein. Das würde ich, glaube ich, dann als ein Gebäude bauen hier. Ja. Finde ich an sich erstmal ganz cool eigentlich. Und das andere wird einfach hier vorne rauskommen.
Ja, gehen wir unten mittig rein. Das heißt, dich dahin. Du dahin. Du dahin. Du dahin. Nee. Freunde. Nee, nee. So machen wir das nicht. Das machen wir so nicht. Das machen wir anders. Das gefällt mir nicht. Also an sich wäre es okay, es zu machen, aber nein, meine ich nicht. Machen wir anders. Pass auf, wir werden das folgendermaßen machen. Erster Linie müssen. Aber ich glaube, jetzt stehen die auch zu weit vorne, oder? Muss ich mal kurz da hinten gucken gehen. Also, wenn, muss ich ja irgendwie auch ein Ziel beibehalten, ne? Wo ich und wie ich die Crusher dann dementsprechend positioniere. Oder stehen die echt zu weit? Halbes Fundament, nochmal das hier. Ein halbes und ein ganzes tatsächlich. Okay, cool. Ja, aber das heißt, sie müssen trotzdem weiter nach hinten. Zwar so. Machen wir den nämlich dahin. Den machen wir nämlich da und dann passt das nämlich auch. Genau. Mixed Rubite. Nein. Crushed Rubite und Crushed Rubite. So. Das geht weg. Dann kommt jetzt einmal das dahin. Ja, und das ist gerade perfekt. So, du gehst wieder weg, du gehst auch wieder weg. Vier. Genau, jetzt überlegen wir uns erstmal, wie gesagt, was, wie wir das ganze Material darüber kriegen. So, das heißt, du gehst sowieso erstmal hier rüber. So. Genau. So, was mir jetzt so pauschal einfallen würde. Was mit Sicherheit vielleicht eigentlich auch ganz nice wäre, wenn wir das hier mal zubauen. Und wir hier mal den hinbauen. Es sieht zwar nicht ganz so schick aus, aber es wär okay. Dann würde ich einfach hier. Ist vielleicht nicht ganz das Optimalste, aber ja, back da durch, ja, es ist. Aber wir könnten hier rumgehen. Pass auf, das wäre eine Idee. Guck mal, wir machen das mal so. Gehen mal hier rum. Sondern gehe ich mal hier rein. Ja, das geht nicht. Ja, das wird noch gehen. Und können wir mal hier. Weil ich würde es irgendwie gucken, dass ich da hinten mit in den Turm reinkomme.
Genau, das heißt, da machen wir das hin, da machen wir das hin. Das geht weg, das geht weg, das geht weg. Genau, dann können wir nämlich jetzt hier 5 das in den Turm setzen. Hier machen wir den weg. Da kommt der hin. Aber dann, nee, nee, der muss ja viel weiter nach oben. Muss dann auch nach oben, genau. So, aber das an sich erstmal trotzdem gar nicht so falsch. Genau, das heißt, wir können, das können wir einfach so lassen, das ist ja nicht das Problem. Jetzt nehmen wir die 1 Meter Foundation und ziehen diese Foundation hier weiter hoch. So, und dich setzen wir nochmal dahin. 1, 2, 3, 4. 4. 4. Und die dich einmal oben drauf. Und das haben wir jetzt die Frage, wo gehen wir rein? Also schlau wäre es ja, wenn wir dann vielleicht einfach hier rüber gehen und dich da hinsetzen. Aber dann habe ich die Dinger jetzt ein bisschen doof angebracht. Dann wäre es schlauer, die vielleicht so anzubringen. Also so. Moment. Das ändern wir dann nochmal um. Machen wir so und so. Genau, dann nehmen wir das nochmal kurz weg. Das machen wir auch nochmal weg. So, hier setzen wir dann einmal den hin. Du gehst dann einfach ach, meine Güte. So, jetzt aber. So. Ach, was habe ich denn noch? Och Mann, Leute, das kann doch nicht wahr sein, ey. So, jetzt aber. Meine Güte, was eine schwere Geburt. Kommt oben raus, ja, das ist korrekt. Dasselbe machen wir dann einmal hier. Genau, und das müssen wir dann einfach nur hier unten noch reinmachen. Da würde ich aber auch tatsächlich... Ja, das ist natürlich jetzt die Frage, wie gehen wir jetzt hier rein? Gehen wir da rein? Oder ich setze den nach hinten, was ja auch funktionieren würde. Und setze den dahin. Und mache ich hier einfach die Wand rein. Ja, ich glaube, das wäre die etwas bessere Variante, wenn wir das einfach versetzen machen würden. Ja, das fände ich jetzt, glaube ich, auch besser. Genau, machen wir das so. Keine Eisenplatten.
So, und der geht da hin. Dann ziehen wir jetzt nochmal kurz. Setzen den nochmal nach da. Ziehen den einmal weg. So, genau. Und dann geht der sowieso hier hoch. Genau, der wird dann einfach zugemacht. Genau wie das hier zugemacht wird. Das kann dann später einfach da durchlaufen. Das verbinden. Ach, jetzt habe ich keine Schrauben, Alter. Ich hätte vorher mal gucken sollen. Eieieiei. Warum werden das der Stock? Das will ich auch nicht. Warum stockt der? Produziere ich jetzt so wieder Eisenstangen oder was? Nee, Alter, die sind schon komplett. Ach du Heiland, du ahnst das nicht. Die sind schon komplett voll. Ach du Scheiße. Jo, weißt du, was wir dann mal machen? Schrauben holen. Jo, dann baue ich da vorne jetzt mal einen Schredder hin. Und dann lasse ich den Scheiß mal eben schreddern hier. Haben wir das Material für den Schredder denn zusammen? Ich könnte natürlich auch die Schreddercontainer nehmen, aber ich möchte, wie gesagt, eigentlich immer noch ein Zentrallager bauen. Das wird, glaube ich, schwierig. 100 Zindrad, Rotoren, ja, das kriegen wir, können wir aber eben hinkriegen. Das ist nicht das Problem, passt auf. Den Zindrad kriegen wir auf jeden Fall hin, das ist kein Thema. Machen wir jetzt erstmal 100 Stück brauchen wir dafür, ne? Wo ist denn hier mein Zindrad? Da ist er. So, okay, 100 Stück. So, und dann brauchen wir Bleiblech. 3 Rotoren. Haben wir. Und jetzt den Rest Bleiblech. Dann haben wir auch einen Schredder. Und dann können wir da die modularen Rahmen schreddern. Dass die Produktion weitergehen kann, sonst habe ich da gleich alles komplett vollgebaut. Das ist ja... Nee. Also wie gesagt, ich möchte an sich wirklich schon, dass eigentlich wirklich alles immer konstant läuft, ne? Und deswegen, gut, ich könnte natürlich jetzt, wie gesagt, die, ganze Geschichte ein bisschen ausbauen. So, ich baue jetzt einfach mal hier einen Schredder einfach mal irgendwo hin hier, wo ist er, da ist er. Das ist kein Schredder, sondern hier den Schredder. So, den baue ich jetzt einfach mal hier, scheiß drauf, bauen wir mal da hin. Und dann ziehen wir den einfach mal kurz einmal hier durch und ripseln dich mal damit an. Genau. Oh, 3 Coupons habe ich eh noch. Das ist schon mal sehr gut. Also die sind echt schnell vollgelaufen, die Dinger. Brauchen wir noch was? Ich hoffe, ich habe jetzt aber erstmal genug Materialien. Wie gesagt, jetzt in dieser Folge machen wir jetzt erstmal nur die Zuleitung für die ganze Produktion da vorne fertig. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann mal mit den ersten Produktionen ein wenig beschäftigen. So. Dann müsste einmal... Moment, 6, das müsste hier hin. Das müsste da hin. Hier gehen wir einmal so. Da gehen wir einmal so. Und dann machen wir den Turm einmal hier komplett zu. 5.
Da, komm schon. So. Dann brauchen wir dich einmal da, dich einmal da. So, jetzt brauchen wir ganz kurz einmal eine Werkbank, weil wir 6 Rotoren brauchen. Bleiblich. Genau, so. Dann Kornzerlimitzer. Das. Das nach da. Und das nach da. Auch wenn ich die Dinger eigentlich, ja, ich weiß, nicht bräuchte, sie dienen mir in erster Linie als Überblick. Sechzig. So. Du gehst dann jetzt erstmal. Jo, bis hierhin. Du dann dahin, du dann dahin. Das sieht schon mal sehr gut aus. Dasselbe machen wir jetzt einmal hier. Zack. 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 So, damit hätten wir das schon mal fertig. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Genau, so. Gut. Das würde ich ganz gerne auch so lassen, den Durchgang hier. Ja, da müsste man natürlich nur gucken, wie man das später dann mal aufbaut. Weil ich möchte ganz gerne auf jeden Fall das hier. Zack, zack, erstmal der Wand hinkommt. So, jetzt müssen wir mal gucken mit dem Strom, wie wir das machen. So, das hätten wir schon mal. Achso, wir könnten schon mal eben die Lüfter auch schon mal runterziehen, bevor ich das vergesse. Genau, so. Dann ziehen wir die jetzt mal da dran. Dann ist das soweit fertig. Jetzt müssen wir nur noch hier 6. Genau, so, jetzt müssen wir gucken, weil das Gestein kommt auf jeden Fall hier raus. Das heißt, wir setzen da das Ding hin, gehen da hoch. Genau, das wird dann auf jeden Fall erstmal zusammen fusioniert. Und dann müssen wir gucken, wie wir halt damit weiterarbeiten, das weiß ich halt noch nicht. Ich mache erstmal dahin. Genau. Ja, eigentlich wäre es ja schlau, wenn ich jetzt sage, muss ja eben in meinem Stil auch beibleiben. Beiboden, wie auch immer, wenn wir das so machen. Genau. Das heißt, wir gehen einen weiter hier rüber und machen das so. So. Und dann die 5 nach da. Das so. Genau.
Warte, das machen wir anders. Das ist gerade oder ist das schief? Ne, das ist gerade, okay, alles klar. So, ja, also die müssen ja sowieso ein bisschen hier rüber, ne? Genau wie das hier, das muss ja auch hier rüber. Dann machen wir den nach da, den nach da. Genau. Können wir die eigentlich auch direkt daneben setzen. Wie gesagt, wie wir das Ganze dann später da machen, ist... Weiß ich eben noch nicht. Hier kommt das Zinn raus. Guck mal, das muss sowieso ein MK2-Band sein. Dann müssen wir den Lift nämlich auch direkt mal tauschen. Das muss nämlich eh ein MK2-Band sein. Der Rest bleibt MK1. Okay. So, jetzt müssen wir kurz gucken, wo hat das Ding seinen Stromanschluss hier? Hallo? Da. Würde ich pauschal sagen, dass wir auf die Reihe hier da an die Ecke rangehen. Das heißt, wir setzen den genau dahin. Dann können wir dich nämlich genau da dran machen. Dann haben wir da nämlich eine schöne gerade Linie. Genau. So. Bis dann da. Dann gehst du da einmal raus. Dich verbinden wir damit. Ja, das machen wir so. Dich verbinden wir damit. So, jetzt müssen wir gucken, wie das mit dem Sturm hier draußen machen, ne? Weil ich würde pauschal vorschlagen, wir machen... Ja, das wird ja keine komplette Wand. Das heißt, hier kommt auf jeden Fall erstmal eine Tür rein. Eine Tür. Ist das hier. So. Hier ziehen wir... Oi, warte kurz. Sechs. Ja, würde ich pauschal sagen, sieht erstmal ganz ordentlich aus, ne? Können wir auch erstmal so lassen, würde ich sagen. Ja, dann könnten wir aber vielleicht auch hier, wenn wir hier ein Ding jetzt hinbauen, dass wir sagen, wir gehen hier tatsächlich auch wieder nochmal zwei hier höher. Dann können wir nämlich hier oben nämlich auch noch einen schönen... Genau, dann können wir das nämlich dahin machen. Das machen wir nach da. Das wird dann zugemacht, das ist gut. Genau, das wird dann später sowieso irgendwie noch eingebaut. Da müssen wir mal gucken, wie wir das dann machen. Aber eigentlich kann ich den hier auch weglassen, kann den auch weglassen und den lassen wir auch weg. Genau, das verkleinern wir einfach mit dem. Das mit dem, das verkleinern wir einmal mit dem hier und dann haben wir das schon mal erstmal safe. Genau, und hier außen... Lassen wir das Ganze noch ein bisschen weiterlaufen. Dann können wir nämlich hier schwuppdiwupp runtergehen. Dann können wir zur Not hier hochgehen. Können hier reingehen. Dann haben wir das doch. Das klingt doch erstmal nach dem Plan. So, jetzt müssen wir natürlich mal gucken in dem Strom. So, da würde ich jetzt erstmal pauschal gucken, dass wir dich erstmal da hinsetzen. Dich erstmal da hinsetzen.
Und dich erstmal dahin setzen und dich dann einfach mal da dran setzen. Dich verbinden wir mal mit dem hier. Der hat Strom, der hat Strom. Der hat Strom, der hat Strom. Sollte auch alles eingestellt sein. Jo. Das heißt, da kommen jetzt die ersten Materialien. Natürlich wird das Ganze jetzt ein bisschen dauern. Ist dann natürlich alles mal, das eine Band voll ist. Aber das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen. Okay, das heißt, wir können uns dann in der nächsten Folge erstmal um die nächsten Produktionen erstmal kümmern hier. Das war schon mal ein Traum. So, dafür würde ich mich einmal ganz kurz schauen. Wenn wir Zinn da machen. Crushed Tin, das heißt aus 30, warte mal, hier kriegt der Crushed Rubite, okay. Das heißt, wir können diese nehmen, kriegen da ordentlich was raus. Das heißt insgesamt 45 mal 3, kurz mal rechnen, mal 3 sind 135 Zinnbarren, die wir rauskriegen. Jetzt natürlich die Frage, wie viel brauchen wir insgesamt? Das wäre natürlich auch mal interessant zu wissen, ne? Also, wollen wir jetzt mal durchgehen. Da brauchen wir auf jeden Fall 30, 45, das wäre genau eine Produktion. Dann nochmal 30, alles 30? Ja, 30, 60, 75, 75. Mit dem Zinndraht sind wir genau bei 90. Das war's dann auch, ne? Dann haben wir das zumindest schon mal komplett weg. 90, das ist schon mal gut. Das heißt, Blei brauchen wir. Da würde ich auch ganz gerne mal ganz kurz einmal in die Schmelze mal reinschauen. Da haben wir nämlich nur 1, 30 auf 45, das ist das Standardrezept. Da haben wir 90 insgesamt. Und wir brauchen 30 auf jeden Fall. Dann brauchen wir hier nochmal 20, das sind 60. Und das war's dann, ne? Dann ist die Frage, dann haben wir noch die Rotoren, die wir dann relativ zeitnah auch produzieren wollen. Jetzt habe ich natürlich erstmal keine, ist ja klar. Zwei Stück brauchen wir, mehr brauchen wir nicht. So, ich habe ja gesagt, wir wollen die Rotoren produzieren, ne? Das heißt, da brauchen wir 30 Lead Sheet. Und für 30 brauchen wir 20 und für 20 kommen genau mit 90 aus. Also das ist die komplett, dann läuft die komplett durch. Geil. Mega. Das werden wir in der nächsten Folge dann dementsprechend ein wenig angehen. Wir werden dann erstmal die einzelnen Zinnproduktionen bauen. Und wenn wir dann die Zinnproduktion haben, ja, da müssen wir jetzt gucken. Ich weiß nicht genau. Also wir brauchen mindestens 8 Elemente Platz von der Breite her. Man müsste jetzt mal gucken. Wenn ich jetzt hier einfach, also ich baue auf jeden Fall bis hierhin erstmal gerade hinten rüber, das ist auf jeden Fall erstmal ein ganz klarer Fakt. Ob ich da irgendwie nach unten baue, dann wollen wir mal gucken. Schauen wir mal. Nicht der bleibt auf jeden Fall frei hier, ne? Das heißt, wenn ich jetzt hier anfange, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee, muss ich einen weiter rüber. Ich muss einen rüber tatsächlich. Weil, was ich ja bedenken muss, ich muss ja das Material, also irgendwo, ich muss ja noch meine Item-Dispenser davor setzen. Ohne die geht nichts.
Was wäre dann ganz cool, wenn man so alle zack, 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 alle das schon hintereinander hinbauen könnte, dann hätte man alles auf einer Reihe. Das wäre eigentlich ganz geil. Dann lassen wir nämlich hier einfach zwei frei. Oder ich baue dann hier einfach weiter raus und darüber. Würde man auch machen, ne? Also würde ich sagen, können wir lassen die beiden auf jeden Fall erstmal frei. Und werden hier die erste Produktion hinbauen. Markieren wir das schon mal ganz kurz. Das heißt, hier mache ich eine Tür rein. Und dann werden wir jetzt erstmal das hier ein bisschen ausfüllen müssen. So, das muss mal weg. Der Rest kann bleiben. Das ist egal. Genau, der Rest kann bleiben. So. Ja, komm, machen wir noch ein bisschen Fundamente setzen. Und dann soll auch gut sein. So, ziehen wir das nochmal hier runter. Zack. Und fangen wir mal an hier. So, und was natürlich auch cool wäre, wenn wir das hinkriegen, dass die sich einfach gegenüber sind. Das heißt, wenn ich jetzt hier hinbaue, 1. Das heißt, dann habe ich hier 2 frei. 1, 2, 3. Das heißt, habe ich da 1, 2, 3 und 2 frei. Das passt dann leider nicht. Da sind die versetzt. Dann habe ich hier halt mehr frei. Dann bauen wir das hier rüber. Dann machen wir das so. Genau. Fangen wir damit an. Gut, dann würde ich sagen, starten wir in der nächsten Folge mit Zinnstangen, Zinndraht, Zinnblech, Zinnplatten, Zinnblech. Blech. Weil Zinnblech braucht sowieso ein bisschen mehr Platz. Was ich da nicht hinbauen kann. Oder ich baue es doch andersrum. Ich überlege mir das bis zur nächsten Folge. Ja, ich überlege mir das bis zur nächsten Folge, ob ich die doch so längs baue, ob ich die längs darüber baue. Ich guck mal. Ich überlege mir das. Also haut erstmal rein. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.